Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Lego Marvel's Avengers. Ich befinde mich hier jetzt gerade im Weltraum. Da kann man nochmal alle Level dann spielen. Da sieht man auch, was man freigeschaltet hat. Zum Beispiel, was ist denn hier mal ein Level? Hier Besuch von Loki. Geschichte, freies Spiel kann man da anwählen. Und soweit ich jetzt sehe, haben wir noch drei Level. Aber hier Projekt Insight hat Probleme. AIM im Spiel und durch den Äther. Dann sollten wir alles haben und wir legen los. Projekt Insight ist etwas, woran S.H.I.E.L.D. heimlich seit geraumer Zeit arbeitet. Einfach gesagt, werden Helicarrier der nächsten Generation per Satellit miteinander verlinkt, um weltweit Bedrohungen aufzuhalten, ehe sie auftreten. Ziemlich cool, was? Ich sollte Ihnen wahrscheinlich nicht alles einfach so erzählen, für den Fall, dass jemand Böses zuhört und alles für eigene Zwecke sabotieren will. Aber wie wahrscheinlich ist das schon? Ich bin Agent Sharon Carter von S.H.I.E.L.D., Sondereinheit. Nun, nicht mehr, aber... ich greife schon wieder voraus. Ich beginne lieber am Anfang. Eine Geiselnahme auf einer Satellitenstartplattform von S.H.I.E.L.D. unterbrach Captain Steve Rogers morgendliches Training. Die Mannschaft wurde vom gefährlichen Josh Betrock gefangen genommen und Captain America sollte sie sicher nach Hause bringen. Dank seinem spritzigen Auftritt verpasste Cap buchstäblich sein Boot. Deshalb war er auf die Hilfe des netten Brock Rumlow und seines Strike-Teams angewiesen, um die Mission auch reibungslos abzuschließen. Einen Moment, Cap. Ich bring Sie schon hier rauf. Man glaubt, man versinkt am Boden. Okay. Lasst uns loslegen. Danke. Ach, du kommst schon. Cap, von selbst, okay. Ist auf der Brücke im hinteren Teil des Schiffs. Wir müssen zu ihm gelangen. Gut. Wie gesagt, das scheint jetzt Captain America Civil... Ach, Civil War, sag ich schon. Winter Soldier zu sein. Okay. What should I do? Habe ich hier jetzt irgendetwas gemacht? Ah, ich glaube, das hier... Ja, ich habe den Anker hochgezogen. Dass ich da weiter kann. Oh, Leute, bitte. Super. Was zum Henker? Das sieht kurios aus. Ja. Das lief ja gut. Das lief so richtig gut. So. Danke. So, da warten schon die Nächsten auf mich. Okay, schieb dein Ding rein, Captain America. Und dann geht's weiter. Ah, da wäre etwas zu retten. Den könnte ich aber nur mit Scarlet Witch retten. Keine Sorge, Cap. Die sammeln wir wieder auf. Was wollt ihr denn? Ach, wat. Okay. Kann ich mich da... Ja, kann ich. Jetzt bräuchte ich dich einmal. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Unglaublich. Okay, danke. Danke, dass du getroffen hast. So, da ist wieder was für den...
Captain, ich wollte eigentlich bauen, aber... Ich will bauen, danke. Ach, nee. Oh, schön, er hält den... den Laser davon ab. Sehr schön gemacht. Ja, hau mal ab. Wie der eine auf mich einkloppt. Haut's ab. Was mit dem? Fährt er dann wieder zurück? Ja. War irgendwie abzusehen. Okay. Die Pflicht ruft. Gut. Was? Oh. Oh, jetzt kommen wieder alle runter und ich darf nicht... Ach so, da muss ich mich festhalten. Okay. Alles klar, ich dachte, ich muss auf den Container rauf. Hätte ich lieber Captain America rüberschicken sollen. Ich hoffe, dass das jetzt irgendetwas Spezielles nicht ist, nur für Captain America. Aber er kann das auch, okay. Was muss ich tun? Okay, das war einfach. Ah, jetzt kann auch der Captain rüber. Falls er es nicht schon bei mir spawnt. Ich sehe schon, wir brauchen auf jeden Fall beide, weil da zwei Schalter sind. Was tust du? Beziehungsweise ist irgendwo eine... noch eine Treppe? Wo du hoch kannst? Na, dann bräuchte ich Ultron. Von oben, ne? Ich denke mal hier. Ja, okay. Doppelsprung vergessen. Ach Jungs, bitte. So. Das sieht doch schon deutlich besser aus. Und wir sind da. Wo ist jetzt... Oh. Das ist die... Ja, du kannst doch nicht... Och. Nee. Wie bescheuert ist das denn jetzt? Warum ist der denn nicht drüben geblieben? Ernsthaft? Warum nicht? Gehen wir über ein paar Runden. Das ist unnötig. So. Du bleibst da jetzt. Und wehe, wenn nicht. Okay, ich habe ihn da diesmal extra hängen gelassen. Guck mal, er geht schon wieder runter. Das ist unglaublich. Ich bin überrascht, dass Sie noch keine Piratenflagge gehisst haben. Dafür hatte ich immer schon eine Schwäche. Ach, man lebt nicht schlecht. So, was wollt ihr denn hier von mir? Ah, da bräuchten wir Tony. Nein. Bau das zusammen.
Okay. Einmal. Und zweimal. Komme ich da hoch? Ja, okay. Sehr schön. Zeigen wir ihm, wozu Shield imstande ist. Natürlich. Captain America besiegte Batroc und befreite die Geiseln. Aber zu seiner Überraschung entdeckte er, dass Black Widow die Befehle missachtete und Daten vom Schiffscomputer abrief. Rogers wollte eine Erklärung von Direktor Fury und erfuhr vom Projekt Insight. Dabei sollten drei Helicarrier miteinander verbunden werden, um die Welt zu beschützen. Cap gefiel die Idee nicht, da er nicht wollte, dass die Welt nur noch in Angst leben musste. Schon bald war er auf der Flucht mit Black Widow und seinem neuen Freund Falcon. Zusammen fanden sie heraus, dass Alexander Pierce, ein Mitglied des Weltsicherheitsrats, Fury hintergangen hatte, damit Hydra mit Projekt Insight die ganze Welt beherrschen konnte. Oh, und dann trafen sie auch noch auf den Winter Soldier. Ja, scheinbar haken wir den Film hier komplett einmal ab. Wie gesagt, ich hatte mich ja schon zwischenzeitlich einmal gewundert, als wir bei den zwei Avengers-Filmen dabei waren, wann die anderen kommen, weil ich ja, wie gesagt, in einer Beschreibung gelesen hatte, ja, hier ist auch noch halt Winter Soldier und so weiter und so fort. Hatte mich dann aber halt, wie gesagt, gewundert. Aber gut, es wird alles nochmal einzeln abgehakt. Dann ist ja okay. Haben nämlich gerade ernsthaft flachgelegt. Ich glaub's nicht. Jetzt nicht so schwer. Na komm her. Okay, das war etwas zu spät. Na komm her, Bucky. Okay, abschießen kann ich ihn nicht. Vielleicht muss ich irgendetwas bauen. Oder der Kumpel kommt. Ist auch okay. Ich möchte gerne mit Captain die Super Special Attacke ausführen. Aber er wollte nicht. Das hat mir aus Versehen wieder sichtbar gemacht. Egal. Okay, den kann ich noch nicht anvisieren. Okay, da kommen noch mehr. Mich hinter oben immer haue, aber es macht ihm absolut gar nichts. Aber hier kann ich was bauen. Okay, komm her, Captain. Dein Job ist gefragt. Ah, zum einen komme ich gar nicht ran. Kann ich dir so wehtun oder muss ich da... Okay, vielleicht muss ich auch einfach da das goldene Ding in dem Auto abschießen. Okay. War etwas schwierig zu treffen.
Natürlich bin ich schon wieder über einen Haufen geworfen worden. Natürlich, was auch sonst. So lebe ich hier ja ständig. Ach, wie süß. Gelüftet. Es war Steves bester Freund, James Buchanan Barnes. Dank Arnim Solas Experimenten hatte Bucky den Sturz aus dem Zug überlebt und war einer Gehirnwäsche unterzogen worden. Cap und seine Freunde entkamen dem Strike-Team von Brock Rumlow und schmiedeten mit Maria Hill und Nick Fury einen Plan, um Projekt Insight aufzuhalten. Sie wollten die Helicarrier umprogrammieren, damit sie sich gegenseitig zerstörten und so Hydras Pläne durchkreuzen. Nach vielen harten Kämpfen kamen Cap und Falcon zur Konsole des letzten Helicarriers, doch der Winter Soldier versperrte ihnen den Weg. Okay, wir rushen hier aber ziemlich durch den Film. Alles klar, speichern wir mal. Ich meine, wir sind hier schon beim Finale des Films. So. Er ist praktischer, als man denkt. Sieht nach Ultron aus. Begeben wir uns mal da hoch. Oh Gott. Halleluja. Sich das jetzt zerstören? Kann ich gar nicht anvisieren. Dabei hätte ich jetzt gedacht, ich müsste damit was machen, weil es da auch hinleitet. Oh, ein lilaner Stat. Cool. Nee. Ich glaube, ich muss erst noch woanders hin. Fragt sich nur, wo. Vielleicht auch erstmal in die Mitte. Kann man ja auch erstmal probieren. Ich muss das auf jeden Fall ausschalten. Die Frage ist, wie ich das mache. Wieder ein Mysterium für mich. Wie so oft. Bambus Bucky. Das ist was Goldenes? Aber das ist nicht für mich. Dass sie mich hier teilweise immer überfordern müssen, ne? Das ist unglaublich. Tut doch nicht so etwas. Muss ich noch was bauen? Das sieht nach Bauen aus. Da wäre ich so happy drüber. Aha!
Aha. Geht's doch. Okay, Cap. Noch nicht? Jetzt. Sehr schön, sehr schön. Okay. Den Switch müssen wir dann betätigen, okay? Aha. Es klärt sich auf. Mit denen sah auch schon irgendetwas aus, ne? Also, dass da irgendetwas... Oh, dass da irgendetwas sein muss. Wahrscheinlich habe ich mir genau das nicht kaputt gemacht, was ich brauche. Okay. Ich wollte eigentlich das da betätigen, aber ist okay. Dass sie mir immer in die Quere kommen, ne? Jetzt aber. Ach, war klar, dass es der Captain machen muss. Man kann es ja mal probieren. Oh, hi, Bucky. Der Name ist James Buchanan Barnes. Okay, jetzt geht's ab. Wo ist Bucky? Da ist er. Ich bleibe bis zum Ende bei dir. Wir machen eine Spazierfahrt. Okay, wo ist er? Da oben ist er. Okay. Leben. Sprich noch einmal und dann haben wir ihn. Mach mehr, Bucky. Der Kampf zwischen Captain America und dem Winter Soldier kam zu einem Ende, als Cap sich nicht mehr wehrte, um seinen Freund nicht zu verletzen. Als die Helicarrier abstürzten, war Projekt Insight zu Ende. Und mit ihm wurde dann auch die gesamte S.H.I.E.L.D.-Organisation zerstört. Das hatte ich nicht erwartet. Oh, aber das ist schon okay. Ich habe jetzt einen neuen Job, also keine Sorge. Captain America und Falcon fielen vom Helicarrier ins Wasser und wurden von Bucky gerettet. Vielleicht gibt's noch Hoffnung für ihn. Sie fragen sich vielleicht, woher ich das alles weiß. Ich habe neben Steve gewohnt und ich bin ein neugieriger Nachbar. Soll ich das so aufschreiben? Okay, damit ist Projekt Insight abgeschlossen. Mara Avenger sind wir auch geworden. Naja, dich haben wir mal wieder nicht gerettet, es tut mir leid. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei dem nächsten Level wieder. Bis dann.